Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Punkt 3230, Kunst, Antik- und Trödelmärkte in der Hauptstraße ermöglichen. Einreicher FDP-Fraktion. Herr Zastrow bringt ihn ein. Es gibt einen Änderungsantrag SPD-Fraktion. Ach, ja. Die wird mir dann signalisieren, ob sie in der Fraktionsrunde macht oder direkt anschließend. Okay. Ja, Herr Erster Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, jetzt doch nochmal zum Thema Trödelmärkte. Der liegt ja schon ganz ewig im Geschäftsgang und ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass er dieses Jahr hier noch aufgerufen wird. Aber heute ist es nun soweit. Anliegen dieses Antrages ist es, die Verwaltung aufzufordern, ein Instrumentarium zu schaffen, was es ermöglicht, Trödelmärkte, Kunst- und Antikmärkte in der Dresdner Hauptstraße durchzuführen. Wer die SZ von gestern gelesen hat, wo es wieder mal um die gewerbliche Situation der Dresdner Hauptstraße gegangen ist, weiß, welche Probleme dort existieren. Das Gewerbe hat es dort ein bisschen schwerer als auf der Altstädter Seite, hat auch viel mit der Augustusbrücke und der langen Baumaßnahme dort zu tun. Das Gewerbe wünscht sich auch sehr, dass dort mehr stattfindet auf dieser Hauptstraße. Wir haben ja jetzt den Weihnachtsmarkt, es gibt auch andere Märkte und immer wenn die stattfinden, freut sich natürlich auch der lokale Handel, weil es in dem Moment dann ganz gut aussieht. Aber insgesamt ist das noch ein sehr schwieriges Gebiet. Derweile finde ich persönlich, dass die innere Neustadt und gerade die Hauptstraße, glaube ich, mit die attraktivste Stelle ist, die wir haben und die sich nahezu optimal für so einen Kunst- und Antikmarkt eignet. Wer das aus anderen europäischen Städten kennt, aus London, aus Paris, aus Krakau, der weiß, dass das durchaus Touristenattraktionen sein können und dass die inzwischen auch eine ganz gute Qualität haben und sie werden auch bei uns hier in Dresden und in der Umgebung stark nachgefragt und stark frequentiert. Ich kann mir persönlich kaum einen besseren Platz vorstellen, als dort unter diesen Platanen das auf der Hauptstraße zu machen. Ich glaube, das Ambiente passt und das könnte endlich mal auch eine neue Attraktion, die im Sommerhalbjahr an Sonnabends dort stattfinden kann, die die Leute auf diese Elbseite lockt, die auch sehr, sehr gut genau in die Neustadt passt. Da ist ja ein bisschen ein anderes Leben, da ist ein bisschen andere Kultur, das geht alles ein bisschen ungeregelter, ein bisschen freier zu als an anderen Stellen. Und genau dazu passen ja diese Trödelmärkte, sie sind ja quasi das Ergebnis von einer doch etwas entspannteren Herangehensweise an die Dinge. Warum gibt es den bisher nicht? Den gibt es nicht, weil wir in Dresden eine Sondernutzungssatzung haben und eine Sondernutzungssatzung einem Veranstalter von Trödelmärkten und den vielen, vielen kleinen einzelnen Händlern, die in der Regel so 20 bis 25 Euro für Standgebühren bezahlen, natürlich es unmöglich macht, dort einen Trödelmarkt zu machen. Das ist einfach viel zu teuer, es ist wirtschaftlich überhaupt nicht darstellbar, weshalb wir sehr dafür werben, eine Sonderregelung für Trödelmärkte, für Angebot von solchen freien Märkten zu entwickeln, wie auch immer die aussieht. Das kann ich selber gar nicht festlegen. Ich glaube, dass die Marktsatzung, nach der wir den Augustusmarkt beispielsweise machen, da nicht das richtige Instrumentarium ist. Aber da vertraue ich ganz den Juristen, da vertraue ich der Stadtverwaltung, am Ende eine Lösung zu finden, die einen Rahmen, einen Rechtsrahmen bietet, aber es eben möglich macht, dass wir dort in der Hauptstraße zu solchen Trödelmärkten kommen. Im Winter sind die jetzt gerade in der Neustädter Markthalle zum Beispiel drin. Es gibt ja auch den unten an der Albertbrücke. Es gibt dafür einen Bedarf und ich glaube, wir sollten den Weg dafür frei machen. Den Änderungsantrag der SPD habe ich gelesen. Der verwundert mich doch sehr, gerade das mit der Sondernutzung. Ich glaube, den Punkt wegzustreichen ist wirklich auch nicht sachdienlich, weil wir wollen eine freie Diskussion und dann wird uns die Verwaltung ja einen Vorschlag unterbreiten, dann müssen wir sowieso noch mal darüber entscheiden, ob das für uns richtig ist. Und dann kommt doch das Argument mit dem Radverkehr. Jetzt muss ich Sie schon fragen, was wollen Sie eigentlich? Sie haben doch gerade eben mit genau der gegenteiligen Diskussion die Albertstraße zurückgebaut. Und da war das doch die Argumentation, die Hauptstraße reicht nicht aus, sondern Sie wollen doch den Radverkehr dort langlegen. Also jetzt müsste schon konsequent sein, das als jetzt als Einspruch dazu bringen, passt gar nicht, zumal es auch völliger Blödsinn ist, tut mir herzlich leid. Wir haben gerade eben den Augustusmarkt, den kennen Sie wahrscheinlich auch, der belegt genau die Mittelachse und behindert den Fahrradverkehr in keinster Weise. Der führt dort links und rechts dran vorbei. Es ist ja auch der Fußwegbereich genau dafür ausgebaut mit den schrägen Rampen. All das funktioniert. Ein Trödelmarkt ist vom Umfang viel, viel geringer als das, was wir momentan mit dem
Weihnachtsmarkt dort haben. Deswegen bitte ich Sie doch sehr, den Änderungsantrag der SPD abzulehnen und unserem Antrag in der Fassung, wie es der Wirtschaftsförderungsausschuss auch beschlossen hat, dann zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Sturm. Sie bringen den Änderungsantrag jetzt ein. Okay. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Herr Zastro, wir haben beide unterschiedliche Empfehlungen abgegeben, wie man mit so einem Anliegen umgeht. Weil ich habe jetzt, also grundsätzlich glaube ich, sind wir dafür bekannt, dass wir eher wirtschaftsliberal sind und unterstützen grundsätzlich das Projekt, die Hauptstraße zu beleben. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich wäre dafür gewesen, dass man erstmal oder hätte mir gewünscht, dass sich vielleicht der Gewerbeverein mal meldet bei uns im Gegensatz zu den Bürgern, weil die Bürgerinitiative uns geschrieben hat und kein Gewerbeverein. Und was Sie gemacht haben, ist, also das ist ja eine Initiative, die von jemandem kommt. Ich habe demjenigen geraten, mach eine Petition, von mir aus auch mit der Sondernutzungssatzung. Und wenn der breite Wille der Händler an der Hauptstraße und auch der Anliegenden da ist, kein Problem, dann haben wir als Stadtrat auch eine ganz andere Entscheidungsbasis. Jetzt haben wir hier den Antrag hingeknallt bekommen. Wir sollen jetzt die A, B, C möglich machen, damit einfach diese Trödelmärkte stattfinden können. Und dazu kommt, dass sich eben Bürger gemeldet haben. Und ich habe immer noch ein Problem, das kommt noch mit dazu. Ich habe jetzt die Meinung der Bürger vorliegen und tut mir leid, ich habe keine Zeit, an der Hauptstraße spazieren zu gehen im Ehrenamt, sondern dann möchte ich schon Feedback von dort haben. Deswegen sind wir dagegen, also wenn wir an die Sondernutzungssatzung ran wollen, Herr Zastro, dann müssen wir das im AV-Ausschuss und dann sollten wir uns dort damit beschäftigen, wann welcher Trödelmarkt stattfindet und vielleicht die Gebühren entsprechend anpassen nach Zonen, was weiß ich. Wir sind auf jeden Fall dafür, grundsätzlich dieses Anliegen zu unterstützen. Wir sind aber nicht dafür, Insellösungen dieser Stadt zu schaffen und die Sondernutzung zu entkoppeln und wir sind dafür, den Radverkehr durchgängig zu lassen. Wir bitten Sie um Zustimmung zu unserem Antrag und ja, sollte das hier heute eine Ablehnung erfahren, möchte ich nochmal darum werben, dass wir an die Sondernutzung rangehen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Herr Lichti, nicht Herr Schulze? Gut, dann Herr Lichti, bitte. Oder? Gemeldet war Herr Schulze, das müssten Sie untereinander klären. Gut. Gut. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt erstmal den Auftrag, den ich gerne ausführe, mitzuteilen, dass meine Fraktion nicht wirtschaftsliberal ist, sondern wir sind einfach liberal. Wir sind wirklich liberal, nicht diejenigen, die sich so nennen, aber ist ja mal ein anderes Thema. Ich möchte einfach mal so einsetzen, dass ich sage, dass dieser Antrag der FDP im Stadtbezirksbeirat Neustadt auf Totalablehnung gestoßen ist. Also dieser Antrag ist im Stadtbezirksbeirat Neustadt bei der CDU, ich glaube bei allen politischen Kräften außer der FDP, kann man sich ja vorstellen, wieso, auf wirklich enthusiastische Ablehnung gestoßen. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil natürlich die Leute, die dort im Stadtbezirksbeirat sitzen, ein bisschen näher dran sind und dort auch die Lebensverhältnisse und die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner, Mieterinnen und Mieter betrachten und nicht wie Herr Zastro von außen, sage ich mal, auf den Stadtplan guckt und sich überlegt, wo er noch weitere Märkte in Dresden installieren könnte. Und nichtsdestotrotz erkennen wir auch das Argument, dass die Hauptstraße durchaus eine weitere Stärkung und Belebung nötig hat. Wir sehen dort auch, dass dort immer wieder Läden leer stehen, dass da Läden oft wechseln, dass sie es schwer haben. Das ist so, die Neustadt, nicht die Neustadt, die innere Neustadt und die Hauptstraße braucht dort eine Stärkung und von daher wollen wir uns dem nicht ganz verschließen. Die SPD hat jetzt hier einen Vorstoß gemacht, den wir sehr gut finden, insbesondere auch die Streichung, dass das alles sondernutzungsgebührenfrei und ohne Sondernutzung passieren soll. Das kann man natürlich nicht machen, dass wir dort, sage ich mal, eine Extrawurst dort braten, das geht gar nicht. Also jeder muss dort Sondernutzung Antrag stellen und er muss auch dann die entsprechenden Gebühren machen. Und dann sage ich mal, Herr Zastro, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass das ökonomisch nicht geht, dann müsste man eventuell an die Sondernutzungssatzung ran, aber nicht generell diese Art und Weise des Marktgeschehens völlig freistellen.
Wir haben trotzdem noch durchaus weitere Probleme mit dem Antrag und deswegen würden wir gerne den SPD-Antrag ergänzen, in der Weise, dass wir die Anzahl der möglichen Trödelmärkte auf 4 Sonnabende im Sommerhalbjahr, wie Sie es hier vorschlagen, begrenzen. Und zwar schlicht und ergreifend deshalb, weil wir auch die Anwohnerinnen und Anwohner schützen wollen. Wir wollen also auf jeden Fall verhindern, dass ab 4:30 dann die Marktteilnehmer kommen, dann mit großem Lärm und sonstigen dort aufbauen. Das ist gerade am Wochenende, wollen wir da auch die Nachtruhe ein bisschen schützen, sagen wir ganz offen. Und wir wissen auch, dass an anderen Märkten, beispielsweise am Haus an der Presse, Herr Zastrow, hören Sie mal zu, da können Sie vielleicht was lernen, ab 7 Uhr, ja, ich habe keine Ahnung, schreiben Sie, ich habe keine Ahnung, ich rede trotzdem weiter jetzt, bei dem Trödelmarkt im Haus an der Presse beispielsweise geregelt ist, dass erst ab 7 Uhr aufgebaut wird. Das wollen wir dann auch hier gerne auch so festschreiben, weil wir schon ein bisschen den Eindruck haben, wenn das Marktamt das dann allein in die Hand bekommt, dass dann im Grunde eher das Interesse jetzt derer, die hier einen Markt veranstalten wollen, als das Interesse derer, die da vielleicht nochmal eine etwas normale Nachtruhe haben wollen, im Vordergrund steht. Das heißt, wir wollen also beantragen, vielleicht dann als Punkt 3, die Anzahl der Trödelmärkte soll auf 4 Sonnabende im Sommerhalbjahr begrenzt werden. Die Standaufbauten sollen erst ab 7 Uhr beginnen. Und wir wollen auch in dem nächsten Punkt, dass dieses Konzept, bevor es in Kraft gesetzt wird, nochmal dem Stadtbezirksbeirat Neustadt und dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung vorgelegt wird. Herr Zastrow, noch einmal für Sie zur Information. Der Punkt 2, den die SPD dort aus unserer Sicht sehr zurechtbringt, nämlich die Verbindungsfunktion der Hauptstraße für den Radverkehr. Das war auch, ich war ja anwesend bei dieser Sitzung im Stadtbezirksbeirat Neustadt. Sie sind da zwar dort Mitglied, aber ich glaube, an der Sitzung haben Sie nicht teilgenommen. Entschuldigen Sie, aber okay. Zum Glück, weil Sie jetzt endlich zugestimmt haben. Also, ich kann Ihnen mitteilen, dass das durchaus ein Thema war, was dort besprochen wurde mit dem Radverkehr. Da gab es durchaus Ängste und Sorgen, dass da der Radverkehr behindert werden könnte. Und wenn das dann so sein sollte, dass eben dann dieser Trödelmarkt auf diesen Mittelstreifen begrenzt ist, dann ist es ja gut. Aber wir wollen das gerne nicht so per Freizeichnung einfach mal hier durchwinken, sondern wir wollen dann schon genau wissen, wie es aussieht. Deswegen würde ich Sie bitten, dem SPD-Antrag mit unseren Änderungsvorschlägen zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank für die CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir finden Kunst, Antik- und Trödelmärkte interessant. Insofern dürfen es gern mehr in unserer Stadt sein. Und wenn sie privat organisiert sind von Leuten, die davon Ahnung haben und das nicht am grünen Schreibtisch im Rathaus gemacht wird, ist mir das auch sehr recht. Und damit ist zumindest eine Chance da, dass sowas erfolgreich sein kann, wenn das von Leuten gemacht wird, die da Erfahrung haben und vielleicht das Ganze auch in anderen Städten schon praktizieren und bewährte Konzepte dort auch umsetzen. Ich finde das Argument von Herrn Zastrow schon interessant. Warum macht denn da momentan niemand was? Und das scheint für mich auch mit der Sondernutzungssatzung zu tun zu haben. Denn wenn es preislich attraktiv wäre, wenn es wirtschaftlich funktionieren würde, dann würden wir dort, denke ich, einiges sehen. Und insofern ist die Idee zu sagen, wir denken auch darüber nach, wie wir das als Stadt befördern können, wie wir das unterstützen können, sehr sinnvoll. Insofern an die Sondernutzungssatzung hier ranzugehen, das halte ich durchaus für vernünftig. Ich habe den Antrag persönlich so gelesen, dass wir da heute nichts durchwinken, wie Herr Lichti das jetzt gesagt hat, sondern ich habe den Antragsteller so verstanden, und so steht es auch wortwörtlich drin, der Oberbürgermeister wird beauftragt, ein Konzept vorzulegen. Und wem soll er es denn vorlegen, wenn nicht uns? Und dann reden wir drüber und dann werden wir an diesem Konzept sicherlich noch ein paar Federstriche machen und Dinge, die uns allen wichtig sind, da reinnehmen oder Dinge, die wir für nicht machbar halten, auch rausstreichen. Und ich denke, der Oberbürgermeister ist gut beraten, wenn er die Ideen, die auch heute im Rahmen der Debatte hier eine Rolle gespielt haben, aufnimmt und die entsprechend berücksichtigt. Wir können darüber auch im Vorfeld und im Ausschuss uns austauschen,
sodass ich glaube, dass am Ende da auch was Vernünftiges rauskommen wird. Das schönste Wort steht eigentlich im Antragstitel ganz oben, das ist das Wort ermöglichen. Ermöglichen. Und nun wollen wir doch hier mal versuchen, etwas zu ermöglichen, indem wir heute mal einen Beschluss fassen, der dem Oberbürgermeister was mitgibt, wo er dann sein Konzept vorlegen kann. Dann können wir uns daran alle trefflich abarbeiten, in der Hoffnung, dass was Vernünftiges rauskommt. Ich persönlich neige heute nicht dazu, den Fokus zu eng zu machen, die Scheuklappen zu eng zu nehmen, sondern glaube da eher, gehen wir mal mit weitem Blick durch die Gegend und lassen uns überraschen von dem, was da kommt, in der Hoffnung, dass wir was Gutes hinbekommen. Wir wollen heute was ermöglichen, deshalb werden wir dem Antrag der FDP zustimmen. Wir werden den Änderungsanträgen, die hier gestellt werden, nicht zustimmen, sondern wollen das heute unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. AfD-Fraktion verzichtet. Fraktion Die Linke, Herr Schollbach. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben ja jetzt einige wolkige Worte gehört. Um was geht es denn hier eigentlich? Dresden leidet doch nun wahrlich nicht an einem Mangel an Trödelmärkten. Es finden ja an verschiedenen Orten in dieser Stadt ganz regelmäßig Trödelmärkte statt. Gleichzeitig hat sich der Stadtbezirksbeirat Neustadt genau mit dieser Frage befasst, soll denn unter Abwägung der verschiedenen Argumente in der Neustadt auf der Hauptstraße ein zusätzlicher Trödelmarkt künftig durchgeführt werden. Und das Votum ist doch nun glasklar. Die Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen vor Ort, sagen mit überwältigender Mehrheit, nein, wollen wir hier nicht. Es gab exakt eine Stimme dafür und 13 Stimmen dagegen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir ignorieren dieses Votum, euch wird zwangsweise ein Trödelmarkt aufoktroyiert. Oder wir können sagen, nein, wir respektieren dieses Votum, ja dann kann man aber diesem Antrag einfach nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, das Eigentliche, worum es hier geht, ist die Formulierung eines privat organisierten Trödelmarktes. Da liegt doch der Hund begraben. Da will offenbar Herr Zastrow seinen FDP-Buddies oder sich selbst, wem auch immer, zusätzliches Geschäft generieren. Da soll also eine öffentliche Fläche wieder Teilzeit privatisiert werden. Das ist der Gegenstand und das ist das Zentrum dieses Antrages und Sie werden nicht allen Ernstes erwarten, dass wir dabei auch noch Schützenhilfe leisten und deswegen werden wir diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion, Herr Drews, können Sie eventuell auch etwas sagen zu dem Datum in dem Änderungsantrag, weil da noch der 31.12.2019 drinsteht? Da noch. Bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich möchte bloß kurz vom Platz vor allen Dingen auf das reagieren, was Herr Kaden gesagt hat, weil ich würde mir wünschen, dass Herr Kaden mir mal die Stelle zeigt, in der in diesem Antrag drinsteht, dass hier irgendjemand demokratisch Legitimiertes nochmal über diese Frage abstimmt. Weil hier steht drin, der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Voraussetzungen zu schaffen. Da ist kein Gremienvorbehalt mehr drin, wir schaffen heute Fakten. Und das hat auch Herr Zastrow falsch dargestellt in seiner Rede. Und deswegen ist die einzige Option tatsächlich dafür zu sorgen, dass nochmal ein demokratisch legitimiertes Gremium über diese Fragestellung befindet, die Zustimmung zu dem grünen Änderungsantrag, den Herr Lichti vorgestellt hat. Und dafür würde ich auch gern nochmal werben. Und bezüglich des Datums können wir da gern eine realistische Variante finden, die, was weiß ich, den 30.04. vorschlägt beispielsweise. Vielleicht kommen wir da dann realistischer bei rum. Okay, vielen Dank, Herr Zastrow. So, na das ist mal interessant. Wenn Sie uns missverstehen wollen, dann kann man das natürlich so rauslesen. Ich hätte es ganz anders erwartet, weil alles in dem Antrag, inklusive der Begründung, die ja noch nie gerade kurz verfasst ist, sondern die lohnt sich ja auch mal zu lesen, natürlich davon ausgeht,
dass wir das nochmal zur Beschlussfassung kriegen. Auch genau das habe ich hier ausgeführt, aber gar keine Frage. Deswegen stelle ich den Änderungsantrag zu unserem eigenen Antrag, nämlich an den ersten Satz nach zu schaffen anzufügen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit haben wir diesen einen Punkt, der Ihnen da allen fehlt, sofort geheilt. Ich glaube, da können wir alle mitgehen. Ich bin sowieso davon ausgegangen, dass wir es nochmal bekommen. Ansonsten, liebe Kollegen, Frau Sturm, Herr Lichti, das ist natürlich ganz klar, dass ein Antrag, der von der FDP und der von mir persönlich dann auch noch kommt, wahrscheinlich im Stadtbezirksbeirat, damals hieß es noch Ortsbeirat Neustadt, jetzt nicht so große Chancen hat. Wenn Sie, Herr Lichti, sich die Mühe gemacht hätten und nicht mit Herrn Engel reden, sondern mir zuhören und den Antrag gelesen hätten, wenn Sie ihn gelesen hätten und Sie nicht immer in die gleichen Reflexe verfallen und sagen, ach, FDP, lehnen wir ab, wenn Sie ihn gelesen hätten, da steht ja all genau das drin. Das ist ja fast schon peinlich. Tut mir leid, auch Frau Sturm. Lesen Sie doch einfach, was hier steht. Nicht einfach ablesen und labern. Lesen Sie es. Ich habe mir die Mühe gegeben. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe es formuliert. Lesen Sie es. Aus Respekt zu mir. Was steht hier? Frau Sturm. Tolle, übrigens, reden Sie mit dem DTV, kennen Sie ja irgendwoher. Der Trödelmarkt in der Hauptstraße soll ausdrücklich ohne Anwendung der derzeit geltenden Sondernutzungssatzung und deren Gebühren erfolgen. Weil das steht fest, das funktioniert ja nicht. Und dann steht drinne, mindestens folgende Alternativen sollen geprüft werden. Gern auch viel, viel mehr. Seien Sie kreativ, strengen Sie Ihren Kopf an, bringen Sie neue Sachen ein. Sofort machen wir. Mindestens folgende Alternativen sollen geprüft werden. Widmung der Flächenvergabe einer Konzession zur Durchführung eines regelmäßigen Kunst- und Trödelmarktes. Das ist etwa das Prinzip, was wir bei den Märkten haben. Erlass einer eigenen Sondernutzungssatzung, Herr Lichti, hören Sie mir zu, für die Hauptstraße zwischen Neustädter Markt, Gommendeiplatz und Albertplatz. All das, was Sie gerade gesprochen haben, steht doch hier drinnen. Nichts anderes haben wir reingeschrieben. Was soll denn das? Was soll Ihre Kritik? Lesen Sie doch durch, was hier steht. So, hier drinnen steht, es soll vorzugsweise im Sommerhalbjahr regelmäßig stattfinden, der Trödelmarkt. Regelmäßig heißt nicht jede Woche. Heißt nicht rund um die Uhr. Und jetzt zeigen Sie mir bitte mal den Trödelmarkt oder einen anderen beliebigen Markt, wo 4.30 Uhr in dieser Stadt Aufbauarbeiten stattfinden. Was für ein unfassbarer Blödsinn. Das gibt's nirgendwo. Das gibt's höchstens bei Veranstaltungen nach Sondernutzungssatzungen, bei einzelnen Events, niemals nach Veranstaltungen, die nach Regeln, die wir selbst als Regelgeber, als Stadtrat beschließen. So ein Unsinn. Sie wollen nicht zustimmen, weil der Antrag, obwohl er eigentlich aus Ihrer Feder sein müsste. Mich wundert es ja, dass hier eher so von Mitte rechts die Zustimmung kommt. Eigentlich müsste die ganz klar von Ihnen kommen. Das ist Ihr Thema, sind übrigens auch Ihre Leute, die dort handeln, die ich dort treffe. Ich selber, lieber Herr Schollbach, nein, ich will keine Trödelmärkte machen. Bei mir finden manchmal welche statt, übrigens ohne jede Gebühr, weil ich bin froh, dass Sie einfach das, mein Objekt da beleben. Aber das ist kein Geschäftsmodell. Die Frau Sturm kennt ja die Kollegen dort. Fragen Sie mal, ob das ein Geschäftsmodell ist. Sie müssen froh sein, wenn jemand bereit ist, das zu machen. Ich halte es für einen Weg, die innere Neustadt, die Neustadt insgesamt zu beleben. Es ist meine neue Idee und ich glaube, die passt. Deswegen bitte ich um Zustimmung. Nächster Redner ist Herr Lichti. Ich habe ihn schon aufgerufen. Geschäftsordnung machen wir danach. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrter Zastro, ich mache es ganz kurz. Wenn Sie 4.30 Uhr gehört haben, dann mag das an Ihren Ohren liegen. Ich habe nicht von 4.30 Uhr, sondern 5.30 Uhr gesprochen. Und der Hauptzweck meiner Rede war, dass ich darauf verweisen wollte, Herr Zastro, jetzt hören Sie mal zu und benehmen Sie sich mal. Jetzt benehmen Sie sich mal. Es ist unglaublich. Ich darf sehr herzlich darum bitten, dass wir erstens dem Redner die nötige und gebotene Aufmerksamkeit schenken, weil es ist so, der Redner darf reden. Er darf zwar niemanden zwingen, zuhören zu müssen, aber es sollten alle die Gelegenheiten haben, zuzuhören. Und das funktioniert am besten, wenn nur der Redner spricht und alle anderen nicht. Herr Lichti, bitte setzen Sie sofort.
Und außerdem war der Sinn meiner Aussage, Herr Zastrow, ich weiß, es fällt Ihnen schwer, Sinne, Zusammenhänge zu erfassen, dass wir gerne haben wollen, dass der Aufbau im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner erst ab 7 Uhr beginnt, wie es in anderen Trödelmärkten in Dresden auch so ist. Und Herr Zastrow, die ganze Rede, die Sie jetzt gemacht haben gerade eben, hätten Sie sich sparen können, weil Sie sind lange genug im Stadtrat und wissen, dass das, was in der Begründung steht, nicht der Beschlusstext ist. So, und was wieder ganz typisch Zastrow ist, Sie erkennen nicht, dass sich die SPD und die Grünen trotz des Votums, Herr Schäuble hat ja zu Recht darauf hingewiesen, trotz des eindeutigen Votums des Stadtbezirksbeirats, sich jetzt hier um eine pragmatische Lösung im Interesse der Hauptstraße und ihrer Belebung einsetzen. Und was machen Sie draus? Sie machen wieder Ihr populistisches Haut-drauf-Spiel draus. Und dann sage ich Ihnen, dann nehme ich Ihnen Ihre angebliche Sorge um die Wirtschaft und um die Belebung der Hauptstraße und der Neustadt auch nicht mehr ab. Deswegen, meine Damen und Herren, stimmen Sie den Anträgen von SPD und Grünen zu, dann haben wir eine pragmatische Lösung, die versucht, die verschiedenen Interessen zusammenzubinden, und folgen Sie hier nicht diesem... Na gut, danke. Ein Geschäftsordnungsantrag von Herrn Hannig. Bitte sehr. Gestern ja nun auch schon gemacht habe, ich mache es auch wieder. Die Berufspolitiker, wie wir gerade gehört haben, mögen Zeit haben. Die meisten von uns machen das ja ehrenamtlich. Und diese Beleidigung bringt gar nichts zur Sache. Ich beantrage, die Debatte zu beenden und einzustellen. Die Argumente sind hinreichend ausgetauscht. Danke. Gibt es dazu Gegenrede? Zumindest formal. Stimmen wir den Geschäftsordnungsantrag ab? Diesem wurde mit 34 Ja-Stimmen bei 29 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt. Damit treten wir direkt ins Abstimmungsverfahren ein. Das würden wir in der Reihenfolge machen, dass wir zunächst den Ergänzungsantrag Bündnis 90 die Grünen abstimmen, der sich ja auf den SPD-Änderungsantrag bezieht. Übernehmen, SPD übernimmt, dann können wir das in einem abstimmen, und das würde insofern bei redaktioneller Änderung des Datums auf den 30.04.2020 dann insoweit ja auch den federführenden Ausschussbericht ersetzen. Das heißt, wenn das eine Mehrheit findet, da hier alle Elemente wiedergegeben sind des federführenden Ausschussberichtes, dass wir dann keine weitere Abstimmung brauchen. Richtig so? Und Herr Zastrow wollte gerne ergänzen bei... Herr Zastrow, können Sie es nochmal wiederholen? Ja. Ja, versuchen Sie es. Aber es nützt nicht. Also doch, jetzt. Nein, den ersten Satz einfach anfügen. Da heißt ja, und Alberplatz zu schaffen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Punkt. Das wäre aber nur bezogen auf den Originalantrag. Oder beziehen Sie das jetzt auf den SPD-Änderungsantrag? Nee. Dann, nee. Nein, natürlich also, nicht. Also käme Ihre Formulierung nur zum Zuge, wenn genau. Der gemeinsame SPD- und Grüne-Änderungsantrag keine Mehrheit genau. Hat. Gut, dann würden wir in der Reihenfolge zunächst abstimmen, die von der SPD übernommene Änderung der Grünen, redaktionell bezogen auf den 30.04.2020. Und das rufe ich hiermit zur Abstimmung. Dies ist bei 30 Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt.
Damit sind wir wieder im federführenden Ausschussbericht, wo wir auch redaktionell den 30.04. übernehmen. Und zunächst die Änderung auch abstimmen müssen zum federführenden Ausschussbericht und dem Stadtrat vorzulegen. Also zunächst der Änderungsantrag von Herrn Zastrow und dem Stadtrat fortzulegen. Dies ist mit 57 Ja-Stimmen ohne Enthaltung bei 8 Enthaltungen so bestätigt. Und jetzt die Schlussabstimmung über den so geänderten Bericht des federführenden Ausschusses mit dem Datum 30.04.2020 rufe ich zur Abstimmung. Dies hat bei 35 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden.